Das heilige Wort des Propheten, gepriesen sei sein Name, hat das Volk des Islam gelehrt, Friede und Barmherzigkeit zu verinnerlichen. Die Ungläubigen begehen jedoch einige Sünden, die nicht vergeben werden können und keine Barmherzigkeit zulassen. Der Islam kann nicht länger tatenlos der Entweihung von allem, was heilig ist, zusehen. Es ist an der Zeit, den Dschihad, den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen zu führen. Er wird mit solcher Glut geführt, dass sie niemals wieder solche Blasphemie betreiben werden.